Sie ist ein absoluter Sonnenschein, die fünfjährige Isabella aus Karlsfeld. Ein fröhliches, aufgewecktes und schlaues Mädchen. Doch seit ihrer Geburt leidet sie an einer schweren Lungenerkrankung. 24 Stunden jeden Tag an ihrer Seite, ein riesiges Beatmungsgerät und ein Schlauch im Hals, der in die Luftröhre führt. Also hier, wenn die Zahlen, das heißt rot, heißt Achtung oder schlecht. Und das ist einfach ganz normal. Und hier heißt es Stopp, also dass es macht oder so ähnlich. Und dann kann man hier drücken. Normalerweise hätte die Familie Anspruch auf eine Intensivkrankenschwester oder einen Pfleger. Die Kosten über 300.000 Euro im Jahr würde die Krankenkasse übernehmen. Doch nach all den Jahren ist immer noch keine Pflegekraft gefunden. Eine große Belastung für die Familie. Wir suchen immer noch händeringend Pflegekräfte. Wir haben von 5, die man uns zahlen würde, keinen einzigen. Das heißt, wir, die Mama und der Papa, wir pflegen immer noch ganz allein, jeder 12-Stunden-Schichten. Und können nicht in die Arbeit gehen, können keine Erwerbstätigkeit nachgehen und bekommen keinen Pfennig dafür. Finanziell sind wir jetzt eigentlich schon lange am Ende. Die Familie hat all ihre Ersparnisse aufgebraucht, sogar die Lebensversicherung. Corona verschlimmert ihre Situation dramatisch. Isabella darf sich auf keinen Fall infizieren, da sie schon jetzt zu 60% mit Sauerstoff beatmet wird. Die ganze Familie ist seit Beginn der Pandemie in Isolation. Für ihren 9 Jahre alten Bruder Kilian ist es schwer. Er darf nicht in die Schule, kümmert sich aber liebevoll um seine Schwester. Ruft die Hexe Anton zu. Der Besen ist einfach zu schwer beladen. Ich bin sehr stolz auf die Isabella, weil sie kann schon lesen, schreiben, rechnen. Und das kann sie einfach ganz gut. Das Lesen, das habe ich ja gerade schon gesagt, kann sie sogar besser als die ich jetzt in der 3. Klasse gehabt habe. Eigentlich würde Isabella dieses Jahr eingeschult werden. Doch auch hier das Problem der fehlenden Betreuung. Ihre Eltern dürfen sie nicht in der Schule betreuen. Dabei ist es ihr größter Wunsch. Dass ich raus kann und dass wir geimpft sind, die ganze Welt. Und dass ich in die Schule gehen kann. Wenn Sie Isabella eine kleine Freude machen wollen, können Sie ihr eine WhatsApp-Nachricht schicken. Alle weiteren Informationen finden Sie auf münchen.tv.